Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Hauff hat angekündigt, dass die SPD durch einen Antrag im Bundestag die Einführung bleifreien Benzins bis 1985 gesetzlich verankern will. In der Dortmunder Westfälischen Rundschau erklärte Hauff, damit solle die Bundesregierung gezwungen werden, klar Farbe zu bekennen. Bislang liegen nur Absichtserklärungen von ihr vor. Die nächste Heute-Sendung um 13 Uhr. Guten Tag, verehrte Zuschauer, und herzlich willkommen zum Programm am Freitagvormittag. Als musikalischen Auftakt präsentieren wir Ihnen die schönsten Melodien von Ralf Siegel. Und musikalisch geht es dann auch weiter. Chris Howland erinnert an Hits der 50er und 60er Jahre. Und dabei gibt es unter anderem auch ein Wiedersehen mit dem unvergessenen Heinz Erhardt. Souvenirs um 11.40 Uhr. Kennzeichen D berichtet über die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Berthold Beitz in Greifswald, über die Diskussion der DDR-Kirchen um inneren und äußeren Frieden in der DDR, über eine deutsch-türkische Familie, die sich scheiden oder wieder verheiraten muss, um nicht getrennt zu werden, und stellt das renovierte Deutsche Theater in Ost-Berlin vor. Dort feiert man das 100-jährige Bestehen mit einer Torquato-Tasso-Inszenierung. Joachim Jauer moderiert um 12.10 Uhr. Um 12.55 Uhr Neues aus der Tagespresse und um 13 Uhr heute mit Nachrichten aus aller Welt. Verehrte Zuschauer, Lieder sind die besten Freunde, behauptet Ralf Siegel, einer der zurzeit erfolgreichsten Komponisten der Unterhaltungsmusik. Lieder sind die besten Freunde heißt auch die Sendung mit seinen schönsten Melodien, die vom ZDF im Mai dieses Jahres aufgezeichnet wurde und die wir Ihnen jetzt noch einmal zeigen. Die Schallplatte zu dieser Sendung ist der Deutschen Krebshilfe gewidmet, deren erfolgreiche Arbeit auf diese Weise Ihre und unsere Unterstützung erfährt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen für die nächsten 90 Minuten und darf Sie, verehrte Zuschauer, noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung über die stereotüchtigen Sender des ZDF auch im Stereoton empfangen können.